Ja, Platz 1 und Gewinner des New Media Journalism Award. Jetzt haben wir's. Bitte einblenden. Das Team von Moment.at. Der heutige Tag ist auch in der Geschichte des EOC etwas Besonderes, weil am 13. Juni 1977 haben die Gründungsväter Nenning und Wolf in der Mauer den EOC damals gegründet. Und im Jahr 84, auch im Juni, hat der EOC seine erste Veranstaltung gemacht im Künstlerhaus damals. New Media Journalism Award, eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Undotiert, wohlgemerkt und frei von jeglichen Sponsorships, wird er vom ÖAC seit 2006 vergeben. Heute um 14 Uhr ging nach vielen Monaten der Arbeit unsere Website on air. Vielen Dank und viel Spaß mit unserer neuen Website. Ja, er pfeift uns allen etwas. Im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kunstpfeifer. Sind auch Journalistenkünstler? Natürlich. Jeder Mensch kann einer sein, wenn er sich das Herz nimmt oder sich gehen lässt, im Herzen gehen lässt, ein liebender Mensch wird, dann kann jeder Kunstschaffender sein. Ja, wer hat beim New Media Journalism Award 2022 eingereicht? Wer und vor allem was wurde eingereicht? Spannende 18 Beiträge galt es mit der Jury zu bewerten, zu reihen, sich anzusehen. Die Jury bestand oder besteht immer noch aus 38 Menschen. So ein Schmarrn. Kaiserliche Legende. Ob Palatschinken, Strudel, Topfennockerln, Marienknödel, Germknödel, Mohnnudeln und vieles mehr. Österreich ist berühmt für alle seine süßen Mehlspeisen. Phantom of the Opera, am Klavier Athina Giliopoulou, am Tenor Thomas Markus und Sopran Claudia Pur. Synchron, ja. Und das ist der New Media Journalism Award 2022. Ja, Platz 1 und Gewinner des New Media Journalism Award. Jetzt haben wir's. Bitte einblenden. Das Team von Moment.at. Wir sind das Team von Moment.at und wir machen unabhängigen Journalismus zu den Themen zu Klima, zu Verteilungsfragen, zu sozialer Gerechtigkeit. Wir sind voll dahinter und wir sind so froh, dass wir eine Anerkennung dafür bekommen. Also vielen lieben Dank dafür. Er sieht aus wie Falco, er singt wie Falco, er hat eine geniale Band zusammengestellt. André Leherb und Band! Yeah.
ganz Wien ist heute ziemlich in. Ganz Wien, wo ich geboren bin. Ganz Wien greift noch zu Coke. Große Show, großer Award, mir hat's gefallen. Ganz grandios. Also das Ambiente, schon dieses Schloss Neugebäude und dann, das hat dein Teilnehmer so schön auf den Punkt gebracht, Manierismus, das heißt Kunst, Kultur, Medien zusammen. Eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Der komplette Rahmen ist halt wirklich 100% gepasst. Die Gala war eine Tour d'horizon über das, was der Club leisten und leisten möchte. Er möchte noch viel mehr Kunst und Kultur hineinbringen und das ist gut so. Ich fand es toll, dass so viele junge Leute da waren, dass so viele junge Leute, Medienschaffende eingereicht haben, ausgezeichnet wurden. Also ich denke mal, das ist eine Zukunft für den ÖEC. Ja, ich finde das großartig, dass man eben vor allem junge Leute, die sich da bemühen und was auf die Beine stellen und versuchen, was Neues zu machen, dass man die also besonders in den Fokus rückt, weil uns das ja allen auch einen Blick in die Zukunft eröffnet und man sagen kann, ja, vielleicht hat das, was wir machen, eine neue Zukunft in der Form, wie sie jetzt eben serviert wird von neuen Medien.